Das Comeback des Jahres in Schwarz-Gelb nach fast zwei Jahrzehnten. Alexander Zickler, 1993 zum FC Bayern gewechselt, spielte heute für seinen alten Verein. Ein wunderschönes Gefühl, auch wenn es anstrengend ist, aber es ist eine super Stimmung in der Halle. Ich glaube, wir sehen sehr, sehr gute Spiele und dass ich meinen Teil dazu beitragen kann bei Dynamo, für Dynamo, ist natürlich umso schöner. Das beste Spiel des Turniers, eine Premiere. Dynamo hier mit Christian Fröhlich erstmals in der Vereinsgeschichte gegen den FC Barcelona. Und die Dresdner überraschten die Katalanen mit Zauberfußball. Vor 4000 Zuschauern zappelte die Kugel gleich viermal im Tor der Gäste. Maßgeblichen Anteil daran hatte auch Alex Zickler. Erst legte er auf Nico Delpritz ohne Mühe, dann zeigte der 37-Jährige alte Klasse. Doppelpass mit der Bande, Tor, das wollen die Fans sehen. Am Ende 4:1 für Dynamo und höchstes Lob vom Trainer. Meine Mannschaft war lauffreudig und sie hat vor allen Dingen auch Fußball gespielt. Freude am Fußball vermittelt auch Giovane Elber. Zicklers ehemaliger Teamkollege beim FC Bayern hatte mit den Oldstars aus München deutlich mehr Mühe. Dem Sieg gegen eine Weltauswahl folgte eine Pleite gegen den AC Mailand. Das hieß Halbfinale gegen Dynamo. Elber mit den Aussichten. Ja, und dann muss das beste Mannschaft weiterkommen. Also ich hoffe, dass FC Bayern weiterkommt. Dynamo gegen Bayern, ein echter Klassiker. Für die Stars von gestern immer noch ein guter Grund, alles zu geben. Dieser Treffer von Thorsten Bittermann blieb der einzige in 20 Minuten. Dresden damit im Finale. Höchste Zeit, sich mit der Siegprämie zu beschäftigen. Weißt du, was es heute überhaupt als Prämie für den Sieger gibt? Keine Ahnung. Räuchermännchen und ein Bildband von Dresden. Ja, ist schön. Super. Freue mich drauf. Zickler heiß auf die Neuauflage Dresden gegen Barcelona. Das Endspiel endete vor wenigen Minuten. 5:3 für Dynamo.